Ihr Leute, wenn die Vanessa nicht mal Sekretärin wäre. Ich sag's euch, wenn der Sean nicht mein Chef wäre, hätte mir nur halb so viel zu lachen. Und ihr auch. Viel Spaß mit der Schreinerei Fleischmann. Diesmal ist es wirklich schwer. Signal, das vor Unglück warnt. 17 Buchstaben. Katastrophenalarm! Das ist es. Vanessa, dir zurolle, Runa. Es passt. Feierabend! Was? Vanessa, du kannst heimgehen. Es ist gerade 2. Ja, ich habe Betriebsruhe. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Was ist denn los? Hä? Ist die Mafia hinter dir her? Mafia? Gomorra! Vanessa, nicht die Kamera, die Polizei. Die Polizei? Hinter dir her? Ja, noch nicht. Aber vom LKA, die haben einen Spürhund, der nimmt alle Handwerksbetriebe unter die Lupe. Und um was geht's? Korruption. Pfui, doch nicht bei uns. So ein Schweinkram. Vanessa, kein Schweinkram. Korruption, Bestechung. Ach so. Jean, da hast du doch mit deinem kleinen Laden nichts zu befürchten. Ja, ja, Vanessa. Ach, Herrschaftszeit. Da sieht man mal wieder. Du traust mir überhaupt nichts zu. Nicht einmal das Zeug zum Bestecher. Das hab ich so nicht gesagt. Ja, Gelegenheiten hätte ich ja genug gehabt. Auch mit anderen Mitteln als nur mit Geld, gell? Aber da stehe ich meilenweit drüber. Jean Fleischmanns Weste ist weiß. Ja, solange ich sie dir bei 90 Grad im Kochwaschgang wasch. Wann ist jetzt hör mal auf mit deinem Gewäsch? Verstehst du? Der Schorsch von der Innung hat gesagt, das ist ein ganz scharfer Hund. Vanessa, das ist kein Spaß. Der Kerl hat den Laden vom Huber Richard komplett auseinandergenommen. Ach jo, na dann trifft's ja nicht den Falschen. Ja, der Verbrecher, echt. Schon, und der hat wirklich kopuliert? Korruptiert ist es, Vanessa, ja, korruptiert. Ich ja. Naja, wisch, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Weil der ist zu blöd dazu. Und trotzdem. Und trotzdem? Der Typ hat sich alles angeguckt. Jede Überweisung, jede SMS, jede Abrechnung. Und was gefunden? Der Schorsch hat gesagt, der Huber Richard hat jetzt ein richtiges Verfahren am Bein, verstehst du? Deshalb machen wir die Schotte dicht. Obwohl wir natürlich total sauber sind, verstehst du? Die Schreinerei Fleischmann hat sich nichts vorzuwerfen. Jeder Auftrag ist sauber an Land gezogen. Ohne Schmuh, gell? Ja, oder nicht? Doch. Doch, 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 doch. Vanessa, was heißt dann? Doch. Ja, ich überlege gerade. Du überlegst? Ja, ob die Kuchen, wo ich für den Para gebacken habe. Was für Kuchen? Ja, damit er die alte Kirschebank bei uns renovieren lässt. Du meinst den Auftrag, wo man die Gesamtkirsch? Ja, gut, ich hab ja eigentlich bloß Pfarrer Freud machen wollen für sein Gemeindebasar. Wie viel? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Vanessa, das ist wichtig. Wie viel? Ach Gott, 3, 4. Ja, vielleicht doch 8 oder 9. Na, lass es mal noch 10 oder 12 gewesen sein. 15. 15 Kuchen. Kuchenbleche. Ja, und die 20 Hefekränz und die paar Kisten. Die paar Kisten Marmelade, das war doch für einen großen Auftrag. Und ich meine eigentlich ja für einen guten Zweck. Stimmt,
Das war nämlich für den Gemeindebasar, ja, und für die Gemeinde, ja. Für die Kirche sogar. Ach jo. Also für einen höheren Zweck. Amen. Ja. Ja, aber dann ist das ja keine Bestechung. Nett. Nee. Gut, da sind wir ja doch schon einmal aus dem Schneider. Was heißt denn da schon einmal? Naja, diese, ich meine, wenn man jemand was nicht weitergibt, ist es okay, Bestechung, oder? Ich verstehe nicht ganz. Mit dem Blumenlorenz. Ach, du hast mir die ganze Innenausstattung gemacht. Ja, aber dem war ja erst dein Angebot zu teuer. Ja, ein Geizhals. Und dann habe ich schon durchs Lisbeth erfahren, dass der seiner Auszubildenden eine teure Halskette geschenkt hat. Der Blumenlorenz ist doch verheiratet. Ewe. Und da habe ich ihm versprochen, dass ich seiner Frau das mit der Kette nicht weitergeben tät. Nicht? Und da... Da war ihm unser Angebot plötzlich nicht mehr zu teuer. Genau. Was noch? Wie, was noch? Ja, was für Dinge hast du noch gedreht? Dinger gedreht, wie sich das anhört, als wäre ich kriminell. Erpressung ist kriminell, Vanessa. Der Blumenlorenz hat sich sogar bei mir bedankt. Vanessa, was noch? Was noch, Vanessa, bevor das Einsatzkommando da auf dem Platz steht, mit der Polizei, mit dem Fahnder. Ja, und wahrscheinlich auch noch mit dem Bürgermeister. Der soll's wahre sein, Klapp aufzureißen. Wieso, was ist dann mit... Lass mich rote, den Neubau vom städtischen Kindergarten. Wie hast du denn geschmiert? Der Kindergarten? Ach, Spessje, nee, der, ich hab den nicht geschmiert. Ah. Hab dem eine Kiste Wein rübergebracht. Ey. Was für Wein? Von dem, der schon wie lang bei dir im Keller steht. Wo kein Mensch dran geht. Nicht mulst du. Vanessa, das ist kein Wein zum Trinken. Das ist eine Wertanlage. Wein, Wertanlage? 500 Euro die Flasche. Und zwar vor 3 Jahren. Du kannst dich aber beruhigen, weißt du, der wollte die auch gar nicht annehmen. Der hat gesagt, das wäre ja dann Bestechung, also ich hab die dem nicht geschenkt. Wir haben aber Schwein gehabt, gell? Ja, nee. Ich hab die dem verkauft. Die Flasche für 5 Euro. Dann geh ich an die Gurke. Der hat 2 Kisten gekauft. Ah, die gibt er zurück, die gibt er zurück. Das war ein Riesenauftrag. Das steck ich dem Bluthund. Warte mal, wie heißt denn der noch einmal? Kommissar Geier. Gerd Geier, verstehst? Ja. Dem steck ich das. Das würde ich nicht machen. Ich sag nur Kindergarten. Ja. Ja, nicht dann, du hast recht. Einfach Ruhe bewahren, weil es wahrscheinlich geht mal wie im Huber, Richard. Wenn das zur Sprache kommt, dann, ich weiß ja auch nicht. Wahrscheinlich gehe ich in den Knast. Wenn der Fahnder deine Leiche in meinem Keller findet. Schau jetzt bitte beruhig dich mal, huck dich mal da her. Der war ja schon do. Der war do? Jo. Do in der Firma? Jo. Und da, wo du auf der Baustelle warst. Ach du Schande. Geier heißt er doch, ne? Ja. Ja. Was hast du dem erzählt? Sag nix. Was hat er dann gefragt? Ruhig! Hast du dir seinen Ausweis zeigen lassen? Ich hab auch so gemerkt, dass der echt ist. Aha, und was denn an seine lange Spürnase? Schau, ich hab dem Kaffee und Kuchen hingestellt. Der hat sich da mit mir hingehuckt, hat sich in aller Gemütsruhe unterhalten. Das macht doch ein echter Betrüger nicht. Ein echter Betrüger betrügt schnell und schnell ist er wieder fort. Ja,
War schlau, gell? Das ist ja. Aber was hast du denn alles so verzählt bei dem Kaffeekränzel? Nix. Ja, ein bisschen Klatsch und Tratsch aus Heimelsheim. Nein, ich meine doch hier wegen der Firma. Oh, ich bin doch nicht blem-blem, oder? Außerdem verschwiegen wie ein Grab. Wie ein offenes Grab. Jean, ich hab dem wirklich nur Sache erzählt, die jeder sowieso weiß. Zum Beispiel? Naja, wie du dich mal freitags noch mittags mit dem Luftnagler an die Werkbank festgetackert hast. So Unverschämtheit! Und mir dich erst montags wieder befreien konnte. Da hat sich der Geier an Ast gelacht über mich, ne? Mhm. Noch mehr hat er gelacht über die Sache, wo du der Achterbohrer-Monette beigehabt hast an der Baustelle. Vanessa, du bist so frech, ich grott. Und hast dann zum Lehrling gesagt, er soll halt 2 Vierer holen. Vanessa, da war ich in anderen Umständen. Wegen der Brigitte, verstehe ich, psychisch sehe. Naja, jedenfalls hat der Herr Geier gemeint, ich hätte einen selten dämlichen Chef. Und du hast ihm nicht widersprochen? Naja, ich habe gesagt, Herr Geier, wir haben in Heimelsheim genau 2 Schreiner. Ein cleverer, das ist der Richard Huber, und ein anderer. Und das ist mein Chef. Und das hat ein Nachspiel? Das glaube ich nicht. Hm? Der hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, er wüsste jetzt, welchen Betrieb er sich vorknöppen muss. Unsern nett. Zum Kopulieren wärst du nämlich zu blöd.